von mir. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, aber wir sind ja noch mittendrin in der Weihnachtszeit. Deshalb wollte ich euch meine drei Deko-Ideen nicht vorenthalten. Eine Sache ist auch dabei, die ihr als kleines Mitbringsel für eine Weihnachtsfeier oder für die Mama, für die Oma, für die Tante, für eine Freundin oder sonst wen mitbringen könnt. Ich denke, da würde sich wirklich jeder drüber freuen, weil es einfach total süß ist. Und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt auch direkt an mit meinem Video. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und gutes Gelingen, falls ihr die Sachen nachmacht. Ich beginne jetzt erst einmal damit, den Spruch, den ich mir ausgesucht habe, auf die Leinwand aufzutragen. Und zwar verwende ich dafür einen Bleistift, damit man das Ganze dann auch nochmal wegradieren kann, falls man sich mal verschreibt oder vermalt. Und ich habe mich jetzt für All I Want for Christmas is You entschieden, weil ich den Spruch einfach total schön finde. Und anschließend nehme ich dann meine Acrylfarbe und gehe die Linien, die ich aufgezeichnet habe, mit einem Pinsel nach und gestalte dann so mein Bild. Das Herz male ich dann natürlich noch rot aus und vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe bei dem Wort Christmas zuerst das I vergessen. Das konnte ich jetzt aber Gott sei Dank noch dazwischen quetschen. Und so sieht nun mein fertiges Ergebnis aus. Ich finde, das ist echt schön geworden. Ihr könnt natürlich auch noch ganz andere Sprüche verwenden oder was auch ganz schön aussieht, wenn man dann noch eine LED-Lichterkette von hinten durch die Leinwand piekst. Für die Schneeflocken benötigt man Wolle, dann ein bisschen Garn und eine Schere und an Materialien war es das dann auch schon. Und dann beginne ich damit, die Wolle um meine Finger zu wickeln. Das kommt immer ganz drauf an, wie dick eure Wolle ist. Ich habe jetzt relativ dicke Wolle und ich habe das Ganze jetzt ca. 35 Mal um die Finger gewickelt. Anschließend nehme ich das Ganze dann von meiner Hand wieder runter und schneide erst einmal den letzten Zipfel mit der Schere durch. Dann benötigt man das Garn und zwar sollte man da ein langes Stück nehmen, da wir das Ganze ja anschließend aufhängen wollen. Und das wickele ich jetzt einfach nochmal in der Mitte des Wollklumpens ein paar Mal drumherum und gebe dann zum Schluss einen Knoten da rein, damit das Ganze auch hält. Jetzt beginne ich damit, die Seitenteile aufzuschneiden und anschließend schneide ich die Fäden, die dann halt so rausgucken, so lange in Form, bis mir das Ganze gefällt und schneide da auch wirklich viel sogar noch von ab, bis es halt am Ende aussieht wie eine Schneeflocke, beziehungsweise eigentlich sieht das Ganze ja mehr aus wie ein Schneeball. Ich mir den Faden auseinander und ordne die Schneebälle, die ich gemacht habe, alles schon mal auf den Tisch so an, wie ich sie im Anschluss auch haben möchte. Ich achte natürlich ein bisschen darauf, dass die Abstände einigermaßen gleich sind und dann knote ich das Ganze einfach noch zusammen, schneide anschließend noch die Fäden ab, die überstehen und fertig ist die Schneeballgirlande. Ich habe die Schneeballkette jetzt einfach vors Fenster gehangen, an die Gardinenstange und ich finde, wenn das Ganze abends dann noch ein bisschen beleuchtet ist, sieht das richtig schön aus und macht einfach eine weihnachtliche Stimmung. Und nun kommt mein absoluter Favorit. Dafür brauchen wir einfach Socken und Kulleraugen, Knöpfe, dann eine Schere, wieder etwas von dem Garn, einen Kleber für die Kulleraugen, da kommt Reis, um das Ganze aufzufüllen und wieder etwas Wolle. Ich beginne damit, mir die Socke in Position zu legen und schneide diese dann in zwei Teile. Und zwar benötigt ihr von der oberen Hälfte, also wo das Bündchen dran ist, etwas mehr als von der unteren Hälfte. Und die untere Hälfte könnt ihr dann auch erst einmal zur Seite legen.
Als nächstes wird die Socke dann einmal auf links gedreht und dann nehme ich mir die Hälfte vor, wo das Bündchen ist, also die obere Hälfte, und wickele mein Garn einmal ganz stramm drumherum. So erspart man sich dann auch nochmal die Arbeit, das Ganze mit Nadel und Faden zuzunähen. Einfach stramm drum wickeln, Knoten rein und fertig. Und dann natürlich wieder auf die andere Seite drehen. Und jetzt wird die Socke einfach so lange mit Reis aufgefüllt, bis der untere Teil so einen richtig dicken Bauch ergibt. Das Ganze dann auch zwischendurch immer schon wieder in Form drücken und dann halt noch den Kopf formen. In die Mitte kommt dann ein Faden wieder drumherum und oben kommt auch ein Faden, um das Ganze abzuschließen, und wird dann abgeschnitten. Aus der anderen Hälfte der Socke formen wir uns nun eine Mütze, einfach die offene Seite ein paar Mal umstülpen und fertig. Als nächstes bekommt unser kleiner Schneemann natürlich auch ein Gesicht bzw. erst einmal Augen, und nicht nur eins, sondern auch ein zweites. Und was natürlich nicht fehlen darf bei einem Schneemann, sind die Knöpfe. Und ich habe mich jetzt in diesem Fall für rosa Knöpfe entschieden, weil ich das einfach schön finde. Nun kommen wir zum etwas schwierigeren Teil, und zwar stricken wir jetzt mit unseren Fingern den Schal für den Schneemann und machen uns hierfür zunächst erst einmal eine Schlaufe. Diese Schlaufe tun wir jetzt über unseren Daumen und dann gehen wir mit der Wolle einmal von vorne nach hinten um unsere Finger drum herum und das Ganze auch wieder zurück. Ich hoffe, das kann man jetzt eigentlich ganz gut erkennen. Und dann schieben wir die Wolle erst einmal ein bisschen nach unten. Das Ende der Wolle, was jetzt noch über ist, das legen wir uns einmal vorne um die Finger drum herum. Und jetzt müsst ihr ganz genau hingucken. Die untere Wolle ziehen wir dann immer über die oberliegende Wolle und ziehen das Ganze dann so von unseren Fingern runter. Und diesen Schritt machen wir jetzt eigentlich die ganze Zeit. Und so entsteht dann halt dieses Strickmuster. Ungefähr 4 Durchgängen können wir dann die Schlaufe von unserem Daumen nehmen und einfach ein bisschen dran ziehen, und so entsteht dann dieser Knoten hier, und somit könnt ihr euch sicher sein, dass das Ende schon mal nicht mehr aufgeht, und dann machen wir einfach weiter wie gehabt. Wenn euer Schal dann die gewünschte Länge hat, schneidet ihr das Ende einfach von der Wolle ab und dann fädelt ihr den Faden immer von oben nach unten durch den anderen Faden, der noch auf eurem Finger liegt, und zieht das Ganze dann gleichzeitig von euren Fingern runter. So entsteht dann dieser Knoten, den wir auch schon am anderen Ende gehabt haben. Das Ganze dann natürlich gut festziehen und dann einfach mit einer Schere die Enden abschneiden. Und dann bekommt unser Schneemann natürlich seinen kuscheligen Schal umgewickelt, und ich finde, das sieht wirklich total süß aus. Zum Schluss darf natürlich auch die Nase nicht fehlen, und ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, was ich als Nase nehmen könnte, und habe mich dann einfach für eine Weißzwecke entschieden. Auf die Mütze habe ich dann noch einen Bommel in der passenden Farbe aufgeklebt. So sieht nun mein fertiger Schneemann aus, und ich finde, der ist wirklich total niedlich geworden. Vor allem in der Farbe Rosa. Ich liebe einfach Rosa, und ich zeige euch hier jetzt auch nochmal einen Schneemann, den ich geschenkt bekommen habe. Und deshalb finde ich es einfach eine total super Idee als kleines Mitbringsel oder als kleines Zweitgeschenk. Da wird sich sicherlich jeder drüber freuen.